Da bin ich wieder zur Folge 7 von Stellaris hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael und wir haben Großes vor. Zumindest dachte ich mir das. Wir werden mal schauen, ob das klappt. Zuerst wollte ich mich mal um die Gouverneure kümmern. Das war zumindest die unglaubliche Erkenntnis der letzten Folge. Und da wäre mir das ganz recht, weil hier zwei kolonisierte Planeten sind. Kein Gouverneur. Ändern. Rekrutieren. Wo sitzt der? Ja. Und zwar, wen könnte man da nehmen? Waldrick den Asdaga rekrutiere ich für hier. Möchten Sie den Namen wirklich abrufen vom... Was? Nee, Käse. Du machst das hier. Klar. Und in Sirius Equilibria werden wir auch einen einsetzen. Schaden kann das nicht. Rekrutiere ich einen weiteren. Yargim die Badit. Nö, ich nehme sie hier. Yargim die Polosch. Planet hat keinen aktiven Erlass. Können wir schon etwas bauen? Das ist das Grundkonzept. Nö. Nüp, nüp, nüp. So, okay. Equilibria, was ist denn hier los? So, ihr repariert jetzt mal hier fleißig. Dann würde ich ein neues Schiffsdesign in dieser Folge auf jeden Fall anstreben. Das fände ich ganz gut. Schauen wir einfach mal, ob das und wie das klappen könnte. Zumindest gab es ja Gausskanonen. Und alles, was mathematisch ist. Mathematisch. Das könnte schon mal klappen. So, hier haben wir noch das und das und das und das. Was haben wir hier? Gibt es ja eigentlich irgendwie noch irgendwas abzunaschen? Nee, ne? Ach, hier ist gar nichts. Gar nichts. Das ist natürlich blöd. Hier gibt es eigentlich so gut wie keine Ressourcen, was jetzt nie unbedingt ganz schlimm ist. Schauen wir einfach mal weiter. Warten mal, was ist denn hier los? Im Rischel-System geht ihr mir auf den Sack. Ist das mein Konstruktionsschiff? Nö, ist es nie. Ich hätte natürlich ganz gerne... Kann man hier irgendwas gründen? Kleiner Kackplanet, nüft. Nix, nur Eisklumpen, aber einen Außenposten könnte ich da schon nochmal bauen. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Wo ist das Konstruktionsschiff? Das ist dort in Mardon. Was macht denn hier? Ach, ihr baut ein Dings. Ihr baut fleißig an dem... Genau. An dem Außenposten. Hier wollte ich ja schon irgendwas machen. Zwar nie die geilsten Planeten aller Zeiten, aber immerhin. System Survey complete. Sachen abzugreifen. Ich spare jetzt mal aufs nächste Kolonieschiff. Das muss einfach sein. System erkundet. Das ist fertig. Ist hier noch irgendwas passiert? Niente. 20, kleines Drecksloch, da hat sich also wirklich nichts getan. Bislang nichts bewohnbar. Construction complete. Sollte man es einfach... So. Situation log updated. Halt. Im Sirius Equilibria sind wir auf ein unbekanntes Seelenschiff. Ja. Wir hatten diese merkwürdigen Flugobjekte als Lambda-Angelegenheit. Hier konnte man doch... Nee, das war jetzt übertrieben. Hier konnte man doch auch ein bisschen was forschen. Multiraum-Artefakte geborgen, nix. Verstehe ich nie, weiß ich nie. Lambda-Aliens untersuchen. Machen wir auf jeden Fall mal. Schaden kann das nie. Okay, das haben wir klar gemacht. Die Flotte ist repariert. So, jetzt nur noch kurz warten. Neues Kolonieschiff. Geht gar nicht anders. Los, los, los. Schalt um. Komm schon. Zack. Natürlich. Das eigene Volk. Was soll denn das? Und... was? Nee, baut einfach. Ne? Flottenbefehl erfüllt. Und damit ein wenig das eigene Gebiet. Außenposten bauen.
Ist 66, achso, 63. Okay, ja, das würde ich 43. Wie, 43.000 oder was? Was soll denn das für ein Kack? Konstruktionsschiff. Ich schicke dich auf jeden Fall mal hierher. Du fliegst. So, kann ich jetzt noch irgendwas erforschen? Nö. Dann fliegt ihr mal dahin. Das ist einfach zu weit. Ich muss mich dann durch die Jungs durchkämpfen. So oder so. Kann ich dahin? Kann ich hier irgendwo hin? Nö, kann ich nicht. Aber wieso kann ich hier keinen Außenposten bauen? Schiff? Außenposten errichten? 100 kostet's. Außenposten bauen. 100 Kohlen, 200 Einfluss. Ich habe gar keinen Einfluss dafür. Und vor allen Dingen produziere ich auch keinen Einfluss. Das ist natürlich total schlecht. Das brauche ich dann aber irgendwann mal ganz dringend. Ich schicke die erstmal da zurück. So, wie kann ich Einfluss produzieren? Das ging doch auch irgendwie hier. Kann ich da irgendwas bauen, was total super Einfluss bringen würde? Dreinahrung ist super. Das würde ich mal... Physikforschung nie gesammelt, Energie... Sozialforschung nie gesammelt. Okay, Industrieödland. Prügeln wir mal weg. Und jetzt würde ich mich mal um ein neues Schiffsdesign kümmern. Vielleicht kommt ja hier irgendwas raus. Das soll... Forschungsschiff, Kolonieschiff, Konstruktionsschiff. Neues Design. Das soll eine Korvette werden. Chemische Triebwerke, ja. Warpantrieb, ja. Keine Sektion. Angriffsrumpf. Abfangrumpf. Drei Waffenslots, hat ein Waffenslot. Und was ist M? Fünf Zubehörslots, was ist denn M? Könnte M, genau. Ich brauche die auf jeden Fall. Ich will mal eine schwere Angriffsklasse irgendwie bauen. Spaltungsreaktor, Fusionsreaktor, zahnzeugende Zubehör. Gucken wir erstmal hier rein. Wir nehmen auf jeden Fall einen Massebeschleuniger und zwei Kreuzgeschütze, obwohl der kann eigentlich raus. Bauen wir noch einen dritten. Zack, ein. So, was brauchen wir? Ach, das sind die Sachen, die es auf jeden Fall hat. Okay. So, Zubehörslots. Kernspaltungsreaktor brauche ich gar nicht so viele. Fusionsreaktor, ja. Atomare Fusion erzeugt den Holzmaß Energie und vier Riesen mit der Kernspaltung. Ich brauche auf jeden Fall Energie und... Da ich mehr noch nie hab, wird es einfach mal so. So, okay. Und das nennen wir... Kann man hier vielleicht noch ein bisschen was rum? Tappenunterhalt ist okay. 55%, 0,55 Energie braucht in so ein Schiff. Ja, Kosten 90, Bauzeit 60. Die Leistung ist eigentlich völlig ausreichend. 5, 6, 10, naja, ich hätte schon mal gesagt. So, machen wir das. Und die nennen wir... Pedulia. Klasse. Speichern. Klasse. So ist richtig.
Modulerklasse Corvette. Und die werden wir jetzt gleich mal bauen. Kann ich den... Kann ich das vielleicht löschen? Hedula-Klasse, Schiffsdesign. Wo ist Hedula-Klasse? Klasse. Hedula-Klasse. Weg damit. So ist richtig. Okay. Und die bauen wir jetzt mal. Okay. Neues Schiffsdesign. Geht natürlich auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr. Muss man halt mal gucken. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass es langsam an der Zeit wird, ein paar schwerere Schiffe aus der Kiste zu bringen. Und ich brauche Einfluss, das war's. Das war's. Kann ich hier vielleicht irgendwie was bauen? Zweites Licht. So, Oberfläche. Das ist bebaut. Überall diese Knilche, ne? Unsere aktuelle Haltung bezüglich Sklaverei. Säuberung, Umsiedlung. Es gibt keine anderen Core-Planeten, die Pups empfangen können. Planetare, was? Muss ein Planet ein... Construction complete. Gleich sofort. Wie kann ich das giftiger Seetang? Giftiger Seetang. Kann ich das entfernen? Fehlende Technologie? Mhm. Habe ich das hier schon? Nein, kann ich auch noch nie. Naja, die besten Welten aller Zeiten, auf denen ich hier lebe. Und vor allen Dingen vermehren die sich auch weiter. Nicht fühlen. Ich will die wegmachen. 28, 50. Derzeit im Bau planetarer Außenposten. Ui, 350, 50 Einfluss. Erfordert mindestens 5 Bewohner auf dem Planeten. Na gut, so weit sind wir noch nicht. Und hier sieht es aber ganz cool aus. Ah, hier war ich zuerst. Okay, hier muss man jetzt mal was machen. Ich muss hier irgendwie Einfluss produzieren. Gibt es ein paar Erlässe, Umerziehungskampagne. Migrationsattraktivität, Netzüberlastung, Feldproduktion, Energiecredits, Baukostenplan. Kostet 150 Einfluss. Das klappt so auch nie. Zufriedenheit 64. Richtig zu glücklich sind die Jungs nie. Aber hier kann ich zumindest was machen. Irgendwie, irgendwo. Und hier muss ich definitiv was bauen. Und was baue ich? Womit kann ich Einfluss produzieren? Wahrscheinlich nicht. Oder? Gab es nie irgendwas total produziert? Nee. Was produziert Einfluss? Erfordert planetare Außenposten. Kosten. Irgendwo ging es doch. Kraftwerk ist soweit klar. Bauen. Was ist das hier? Zwei Zahnrädchen. Was ist das? Ingenieurforschung. Kann ich irgendwas? Ein Forschungslabor? Oder Unterhalt kostet es 1. Mhm. Das baue ich dort. Okay, mehr kann ich jetzt gerade nicht machen. Wo kriege ich meinen Einfluss her? Das wäre mal unwichtig zu wissen. Ihr habt was gebaut. So, kann ich denn hier irgendwas bauen? Was? Grenzklinik, Hydrokultur, Mineralsilo. Sachen, die Einfluss produzieren. Wie kann ich Einfluss produzieren? Construction complete. So, das Schiff ist fertig. Okay. Ich muss jetzt rausfinden, wie baue ich Einfluss. Weil das hier Außenposten minus 2 Basis. Ach so. Zum Beispiel zum Bau von Kretzers im Umgang mit Fraktionen. Die Tür bleibt während des gesamten Spielverlaufs relativ, kann aber durch Folgendes leicht beschleunigt. Verbesserung der Gebäude in der Planetaren auf die höchste Stufe. Deklarieren andere reicher als ihre Rivalen.
Das muss man einfach mal auf die höchste Stufe irgendwie Leute bringen. Ah, verbessern. Verbessern. Ist nie. Ich befürchte, so weit bin ich einfach noch nicht. Hier wächst. Wie sieht's hier mit der Nahrung aus? Nahrung haben wir noch 1. 1 plus. Plus. Viel mehr Nahrung brauche ich vielleicht auch gar nicht. Das kann man dann irgendwann verbessern. Hier kann ich noch nicht bauen, weil hier noch keine Nase ist. Aber jetzt baue ich hier mal was. Hydrokulturfarm. Oh, was sagt es mir? Unterdrückt die Ressourcensammlung. Sozialforschung. Nee, will ich nie. Forschungsdienst, da wäre wahrscheinlich cool. Construction complete. Produziert. Zack. Bauen wir. Okay. So, wir büßen jeden Monat Energiecredits ein. Okay, das ist soweit noch in Ordnung. Bauvorhaben, ein zweites Licht. Hier wurde jetzt das Ding gebaut. Research complete. Research complete. Geht weiter. Geht direkt weiter. Neuer Lass, Agrarsubvention, Hydrokulturfarm. Das ist natürlich gut. Monatlicher Einfluss plus 1. Was brauche ich eigentlich? Neuer Erlass? Ermöglicht? Oh, das wäre ja auch geil. Giftiger Seetang entfernen. Ich brauche aber auch, naja, müssen wir einfach machen. 38 Monate verbleibend hier, das dauert ganz schön lange. Aber es läuft. Irgendwie. So, ich hätte natürlich dort noch gerne einen Außenposten. Da ist ein Außenposten, da ist ein Außenposten. Gut, damit habe ich das zumindest klar gemacht. Gegen wen will ich denn hier gehen? Wer ist denn hier Scheiße? Wenn ich nach außen gehe, könnte ich mir vielleicht ein bisschen Ruhe verschaffen. Ich würde also gegen die Knickknacks hier vorgehen. Und ich brauche noch ein Kolonieschiff. Ich habe ein Kolonieschiff. Ich habe ein Kolonieschiff. So, wo wollte ich hin? Hier, irgendwas. Schlecht. Hier war aber irgendwas. Marder. Terraforming. Kolonisieren. Hallo? Gab's hier noch irgendwas? Irgendwas gab es doch. 20, eine arktische Welt, karge Welt. Na scheiße. Stimmt das jetzt? Sehe ich das jetzt so richtig? Ich kann nichts mehr kolonisieren. Komm schon, karge Welt. Gasriese, karge Welt. Schlecht, karge Welt. Nö, Shared. Gab es im Rego-System irgendwas? Welt. Gefrorene Welt, kenne ich das Ding. Okay, das lasse ich erstmal machen. Gab es hier irgendwas? Na genau, also Mist. Nüchte. Ach, sehr schlecht. Das hätte man natürlich vorher mal beachten können. Ah, Kacke. Jetzt habe ich ein Kolonieschiff gebaut, kann nichts damit anfangen, das ist schlecht. So geht die Welt zugrunde. Scheiße, vielleicht gibt es hier noch was in Regor. Sehe ich hier eigentlich, wo die irgendwie Außenposten haben? Sehe ich natürlich nur. Forschungsschiff. Hier kann ich nichts machen. Mann, verpisst euch, ihr Affen. Ich hätte meine Außenposten ein bisschen cleverer setzen sollen. Habe ich hier einen Außenposten? Nee. Mann, ist das ärgerlich. Warum? Construction complete. So, Oberfläche. Ich brauche noch irgendwie Energie. Na, das läuft hier auf jeden Fall mal. Das ist gar nicht so blöd. Energie. Löschen.
Brauche ich gar nicht rumzicken, kann ich den gleich weitermachen. Ja, das ist mir Wurst. Absolut wichtig ist jetzt, dass ich mir noch ein bisschen Energie zusammenklaube. Physikforschung wäre natürlich auch ganz gut. Das macht das hier fertig. System Survey complete. So, das gucke ich mich gleich mal als nächstes an. Und jetzt brauche ich hier noch eine Energiebude hin. Construction complete. Bauen. Ein Kraftwerk. So. Ja, schön für euch. Schön. Kann ich euch umziehen? Wie lange braucht ihr? Wachstum 55 von 57. Ja, das läuft. Das kann ich so machen. So, Rego-System. Gibt es hier noch irgendwas, dem man was anfangen kann? Karge Welt, Gasriese, alles die übelste Scheiße. Kann ich nichts machen. Oh, na gut, hier muss ich dann mal ein bisschen auf meine Forschung achten. Weg mit dir. Das ändert sich jetzt auch bald. Und dann muss mal was passieren. Ich brauche Kriegsschiffe. Ich brauche Kriegsschiffe, ganz klar. Und Truppen. Ich brauche Kriegsschiffe und Truppen. So. Ja, ich weiß, das ist blöd. Verwenden Sie den Raufen, um mehr Platz für weitere Module zu schaffen und Bau größere Schiffe zu ermöglichen. Was ist denn hier los? Hunger? Tod? What the fuck? Ach so, jetzt muss ich gleich mal... Eine Korvette baue ich mir noch. Wie viel Energie braucht die? Ach Quatsch. Okay, jetzt müssen wir hier mal gucken. Das ist gar nicht mal so gut. Oberfläche. Bauen auf jeden Fall noch eine Hydrokultur. Und dann bräuchte ich mal noch irgendeine Birne. Steinchen brauche ich jetzt gerade mal nie unbedingt. So. Okay. Dann muss es so sein. Tja, ich bräuchte Zeug. Ich bräuchte... So, halt, hier kann ich ja vielleicht mal irgendwas bauen. Jetzt gutes Licht. Energie. Einfache Mine. Einfaches Kraftwerk. Bauen wir mal hier. Wie lange braucht ihr Jungs noch? 32, 45. Hier baue ich mal eine Hydrokulturski. Grenzklinik. 150 Steinchen. Bringt 2 Nahrung. Das will ich haben. Baue ich mal eine Grenzklinik. Total am Arsch der Welt. So, unser Energieproblem hat sich gerade wieder erledigt, das ist ganz gut. Los, 150, ich brauche die Grenzklinik. Ich glaube, ich brauche demnächst irgendwie mal... Flottenkapazität ist auch fast erreicht. Ja, okay. Energie hab. Cooles Teil. Brauche Einfluss, brauche ich nie. Okay, die Grenzklinik will ich bauen. Galdi hat noch. Erhöht die Bewohnbarkeit. Kraftwerk 150, komm schon. Baut das. Construction complete. Ja. So. Jetzt beginnt so langsam das Mikromanagement. Es könnte ruhig darstellen, welches Gebäude gebaut wurde. Was ist das? Okay. Ich würde fast behaupten, man, die Flotte ist ganz okay. Wie sieht es mit der Forschung aus? Halt, Situationsprotokoll, hier kann ich doch bestimmt mal irgendwas machen. Erforscht das. Kontakte. Mit denen stehe ich offensichtlich nach Meinung sortieren.
Spooksalok. Das sind mit Sicherheit die, die dich angreifen will. Nee. Mit denen bin ich gut Kumpel. Na, das ist doch perfekt. Durchfeuchtet oben. Super. Das gefällt mir. So, da fange ich jetzt mal an, ein paar Bodentruppen klar zu machen. Construction complete. Orbitalbombardierung? Nee, so weit sind wir noch nie. Ich brauche Angriffsarmeen. So. Ich hoffe, die können dann einfach mit den Flotten mitfliegen. Das werden wir also noch sehen. Der Gouverneur ist aufgestiegen. Das finde ich super. Zufriedenheit plus 6, Baugeschwindigkeit minus 15. Super, Baugeschwindigkeit. Planetarblocker. Kann ich hier nie irgendeinen Erlass? Das wäre dann hier mal super. Agrarsubvention. Migrationsantrag hier. Dieser Erlass startet zielgerichtete PR-Kampagnen, die den Planeten als soziale Hochforschung hier ist. Eine Welt, in der es jeder zu... Na, das ist ja mal gerade ein aktuelles Thema. Armee-Rekrutierung ist abgeschlossen, finde ich gut. Dauert Baukosten. Special Project complete. Bergbautruhen, ein Milchposten auf nächsten Mist. Den Berichten über Weltraumdrohnen aus manchen Systemen ist nachgegangen worden. Bei den Drohnen scheint es sich um die Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbauunternehmen, die hier vor Jahrtausenden ihren Betrieb aufgenommen hat. Dem Zustand der Verarbeitungsräume nach zu schließen, scheint die Besatzung aber schon bald darauf abgezogen zu sein und die Drohnen allein zurückgelassen zu haben. Ihr Zweck? Fragezeichen, der Abbau von Ressourcen, Fragezeichen, ist offenkundig. Nicht aber, wer sie mit ihren Aufgaben betraut hat. Es ist mehr als eindeutig, dass dieses System schon seit hunderten, wenn nicht tausend Jahren keine Minerallieferungen mehr verlassen hat. Die Drohnen mögen zwar alt sein, aber das Primat sollte sie keine Sekunde lang aus den Augen nehmen. Situation Log updated. Diese Umerziehungskampagne, Ethikabweichung wird verringert, das brauche ich aber in den Baukosten. Jetzt genau Kosten haben Kohle. Auf den Einfluss habe ich nie. Unglücklicherweise. Aber okay, wir bauen hier mal weiter an Truppen. Angriffsarmee, keine feindlichen Flotten, kein verteidigender General. Kann ich denn da hier was machen? Anführer zuteilen. Rekrutieren. General Goldan den Hullos. Construction complete. Wie alt ist der? 44, 33, 33. Dich rekrutiere ich mal. Wir haben die Ab... was ist denn hier los? Okay, jetzt wird's Mikromanagement ganz gut. Das kriege ich raus. Wir können 5 Planeten effizient kontrollieren. Strategische Ressourcen, Harmonie. Wo läuft das mit den Leuten? Das muss ich dann demnächst mal rausfinden. Die Armee ist bestimmt fertig. Es wird angezeigt, was man aufrüsten kann. Nee, oder? Was bedeutet das hier? Angrenzungseffekt. Aha. Okay. Gut, finde ich alles ganz toll. Ich bräuchte mal noch einen General. Irgendwie, irgendwann. Und ich müsste mal irgendwelche Sachen... ja, das ist gut, dass ich das hier bald fertig habe. Monate, dann ist das wenigstens fertig, das sind Ordnung, 7 Monate. Viel mehr kann ich nämlich jetzt leider gerade nicht machen, kann ich mir die Zeit ein bisschen schneller gehen lassen. Mit Minus und Plus. Ey, ihr Penner. Alter, was ist hier los? Galactic. Was haben die Spulaks? Okay, die kriegen auf jeden Fall von unten einigen Druck. Ich würde gerne...
Sachen bei denen da mal irgendwann einfallen. Das muss einfach mal sein. So, das ist Construction complete. Was habt ihr fertig gemacht? Okay, gibt's mir Futter. Futter. So, dann könnte ich hier mal so langsam. Kann ich noch eine Herole bauen? Ja, und kann ich aus der Gruppe mal ein paar Schiffe, haben die Trefferpunkte, Panzerung, Unterhalt, Schiffsdetails, auflösen, kann ich die Schiffe nicht verbessern? Muss ich mal kurz gucken, neue Flotte erstellen, Flotte aufteilen, Flotte, keine Verbesserung verfügbar, sicher, Bodenunterstützung, Ziel angreifen, nehmen wir mal einen Anführer. Okay. Ein bisschen Zeit vergehen lassen, dass hier mal ein bisschen was passiert. Construction complete. Halt, halt, halt. Hat der Gagassi Allianz of Systems den Krieg erklärt. Das kommt mir ja nie ganz unrecht. So, kann ich jetzt eigentlich die Armeen... Keine feindlichen Flotten. Halt, ich muss mal die Flotte hierher manövrieren. So, wie läuft das hier jetzt? Na gut, das finde ich dann demnächst mal raus. Jetzt viele Sachen rumprobiert, erreicht so gut wie nichts. Okay, ein bisschen das Reich weiter ausgebaut, rausgefunden, dass ein Kolonieschiff zu viel ist, könnte ich wahrscheinlich mal zerstören. Das wäre gar nicht so verkehrt. Hab eine Armee, bei der ich Armeen senden. Befiehlt unsere Armee an Bord von Raumschiffen in den Weltraum zu fliegen, folgende Armeen werden entsendet. Die ersten beiden Dragoons. Okay, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Das baue ich dann auch demnächst. In der nächsten Folge von Interstellar, was auch immer, hier in der Bildergalerie. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Bis dahin, tschüss, sagt Michael.